So, hier ist nochmal GBF Akademeister und ich habe etwas vergessen im letzten Video, das will ich jetzt eben nachholen. Und zwar sind das zwei Gegenstände, die wir eigentlich noch holen könnten, hier unten, bevor wir wirklich mit der Hauptstory weitermachen. Und das ist einmal, wenn wir jetzt nach rechts gehen, wir müssen einen Kampf machen und natürlich ist ein Druid dabei, das heißt, wir werden ihn höchstwahrscheinlich nicht überleben, aber wir versuchen es einfach mal. Weil vielleicht ist der Druid so nett und macht nur anderen Scheiß hier wie Get Magi, also Magie-Clown. Und wir können ihn mit zwei Tornangriffen, aber das war ein Scheiß-Tornangriff, hat nur 37 Schadenspunkte gemacht. Jetzt habe ich normal angegriffen, wir werden sterben. Das war's. Nein! Hack! Druid hat Hack bekämpft. Aber hätten wir mal einen Torn gemacht, das haben wir jetzt natürlich nicht. Und wir verlieren nur Magiepunkte. In Anführungsstrichen nur. Jetzt versuchen wir noch einmal Torn, mal sehen, ob das was bringt. Wahrscheinlich nicht, oder doch, ja. Auch nur wieder Magiepunkte verloren. Es ist unglaublich. Anscheinend macht das Spiel immer genau das Gegenteil von dem, was man sagt. Und ist das nicht schön zu wissen? Jetzt werden wir allerdings hier uns wieder zurück warpen. Denn hier sind mir zu viele Gegner im Moment. Wir werden erstmal das eine erledigen, bevor wir uns zum anderen zuwenden, zumal wir sowieso noch wenige Magiepunkte haben. Shaman, help me, Mordor. Mordor, help me. Ja, hier kriegst du dein Gold. Und wir werden uns danach zu Martell zurück teleportieren, dem Herrn der Weisheit. Denn wir haben im Brunnen etwas vergessen, tatsächlich. Einen Gegenstand, den man einsetzen kann. Und was der macht und was das ist, zeige ich euch, wenn wir dort angelangt sind. Wir können natürlich erstmal auch wieder hier unseren Grace-Zauberspruch sprechen, um zu sehen, was das Spiel so an Hinweisen jetzt für uns hätte eigentlich. Irgendwo hörst du eine Stimme. Prinz Theo, hör gut zu. Dein Vater wird im unterirdischen Schloss gefangen gehalten. Schau dir die Rosen im Garten genau an. Ah, ein wichtiger Hinweis. Sie können dir nicht helfen. Aha. Du wirst eine schwere Reise haben, gib aber niemals auf. Also, Moment mal. Ich soll mir die Rosen im Garten angucken? Und weil die mir nicht helfen können? Was ist das für eine Erklärung? Wäre es nicht sinnvoller zu sagen, guck dir die Rosen an, sie werden dir helfen. Wäre jetzt meine Interpretation. Aber vielleicht bin ich auch dumm. Wieso tauchen hier so viele Elemente auf? Noch ein... Oh, das sind ja schon 5 Kämpfe hintereinander hier. Müssen sie gleich wieder heilen. So, wir sind zurück auf dem Friedhof. Heilen uns mit Cerimedo. Cerimedo. Und, nein, gehen nicht zurück. Sondern gehen wieder zum... wo der Vampir war. Hier links hier vorne ist Poliaks Grab. Genau, so, Poliak. Und wir müssen nämlich in den Brunnen hinein. Das hätten wir auch schon in Level 2, wo wir beim Martell waren, machen können. Aber, ich habe es leider vergessen. Weil ich dachte, war das nicht ein Mimik? Habe ich den nicht platt gemacht? Ist ja auch wurscht. 19 Schadenspunkte, die Elemente, die sind aber stärker geworden seit unserem letzten Besuch hier. So. Feinde? Nee, Skelton nur, ja. Skelton ist nicht so das Problem. Nach wie vor. Oh, Mimik. So, und hier nach links und dann nach oben. Wir gehen nämlich wieder dahin, wo es zu, Poliaks Grab geht. Wo das Licht von oben hereinscheint. Und öffnen einfach mal die Truhe, die hier steht. Wir öffnen sie. Und da ist eine Puppe. Jawohl, das ist ein Gegenstand, ein Spezialgegenstand. Und den man einsetzen kann. Den gibt einem, wenn er erfolgreich ist, man muss den einmal einsetzen. Und danach gibt es eine Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeit, dass er dann, wenn das erfolgreich ist, dass er einem eine mehr Kraft verleiht. Ich habe das Ding noch nie eingesetzt. Vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal. Aber auf jeden Fall findet man hier im Brunnen dann noch die Puppe. Die Voodoo-Puppe. Wahrscheinlich die von Theo. Damit er sich selber motivieren kann. Und ob es erfolgreich ist oder nicht, hängt wahrscheinlich davon ab, ob Theo den Mut aufbringt, sich im Kampf noch selber zu verletzen mit der Voodoo-Puppe, um sich so zu stimulieren für den Kampf. Er ist anscheinend noch nicht kein entschlossener Sado-Masochist. Sozusagen. So, hier 22 Gold. Machen wir auch nochmal.
Denn jetzt holen wir uns den anderen Gegenstand, den es da unterirdisch jetzt noch gibt. Und, ja. Die Puppe taucht dann hier an dieser Stelle auf. Ist anscheinend fest verankert. Man bekommt nicht den letzten Gegenstand angezeigt, den man aufgesammelt hat, sondern das ist von vornherein schon festgelegt, wo welcher Gegenstand hinkommt oder wo er in der Hierarchie steht. Vorher war es dann hier Kern und dann kam Key M, aber jetzt... Eigentlich müsste Puppe ja hier hinten stehen nach Lampe, aber es tut, steht hier zwischen Kern und Key M, weil das anscheinend der Gegenstand ist, den man dann kriegt. Wobei Kern haben wir erst sehr viel später bekommen, und zwar hier bei, bei Kamu. Also von daher, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge definiert ist, vielleicht lese ich das auch falsch von links. Ich lese das jetzt gerade von hier oben nach unten immer durch. Aber vielleicht ist es ja auch von links nach rechts und dann hier so runter. Wobei das keinen Sinn machen würde. Erst kommt Suppe, dann kommt Brot, dann kommt Droge. Muss ja nicht erst Brot kommen, dann Suppe, dann die Droge. Ist das nicht die richtige Ernährungsreihenfolge? Naja, ist ja wurscht. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall mal noch einen speziellen Gegenstand, den man hier finden kann. Den braucht man nicht, um das Spiel zu vollenden, keine Sorge. Aber auf jeden Fall sind das so Gegenstände, die man einsammeln kann und die ein bisschen was bringen oder auch nicht. Mykoniden. Was machen wir mit Mykoniden? Wir tornen sie. Tornen, tornen, tornen. Tora, Tora, Tora. Jawohl. Ah, hier. Wir sehen auch, Mykoniden benutzen auch gerne Kern. Das ist ja das, was wir jetzt auch haben. Die Schlaffalle. 14 Gold und 34 Erfahrungspunkte. Wir werden stärker. Level 19. Ja, gut, haben wir das auch schon mal. Und den Gargu-Zauberspruch haben wir gelernt. Das ist Arctic 2. Der zweite Spruch, wirksame Spruch, der gegen Droiden hilft. Gegen Droids. So. Defibrillieren wir Hack. Und hoffen, dass Hack sich nicht heilt. Das sind die Öko... Das sind die Gesundheitsfaschisten der Gegner. Die müssten uns heilen, noch schlimmer als Orks. Weil die hatten nur Medo. Dings-Medo. Den leichteren Zauber-Heilspruch. Und diese haben Zeri-Medo. Und Get Magi, also die klauen uns auch noch Magiepunkte. Sofern sie nicht unter 10 Punkten liegen, weil dann werden uns die Magiepunkte nicht mehr gestohlen. So, Hack ist besiegt und Defi war nicht sehr stark gegen Hacks. Das muss ich jetzt nochmal gerade feststellen für mich. Und hier setzen wir natürlich wieder den Ring ein, um mit den drei Türen zu reden. Es geht nämlich hier nach rechts, in die rechte Tür. Bla 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 bla, ja, wissen wir schon. So eine Tür im Haus zu haben, wäre bestimmt ganz lästig. Ja, und wir haben sie, wenn auch nicht im Haus. Und jetzt lass mich kurz überlegen, wo war's? Ah ja, wir müssen auch noch einmal nach rechts gehen, nachdem wir durch die Tür sind. Und dann nochmal nach rechts, weil sonst werden wir wieder teleportiert. Und das wollen wir ja nicht. Wir setzen jetzt hier wieder Torne ein, weil Torne ist der beste Spruch. In diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt. Ja, da kann ich auch mal Gargu zeigen. Gargu ist ja der stärkere Eisspruch. Und hat 49 Punkte, hat sich Hack wieder geheilt. Und wir werden wahrscheinlich 49 Punkte oder weniger machen. Es bewirkt einerseits, dass die Aktivität von Hack wieder vom Gegner abnimmt. Also, dass er langsamer ist, was gar nicht so schlecht gegen Druiden ist, weil dadurch hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, als erster zuzuschlagen. Bei Druiden sehr wichtig. Und um 40 Punkte geschädigt. Ist natürlich jetzt nicht so viel wie die Torne, aber es ist nicht zu ignorieren, dass man den Gegner verlangsamen kann damit. Das kann Kämpfe verhindern, die sich sonst ewig in die Länge ziehen würden. Ja, und Merido. Der Merido-Spruch, ja. Guck mal, habe ich schon wieder alles vergessen. Ein paar Tage nicht gespielt und schon ist alles wieder vergessen. Ja, mein Arbeitsspeicher leert sich abends immer, dann vergesse ich wieder alles. Bin ein neuer Mensch. Am nächsten Tag. 74 Schadenspunkte. Ja, Torne kann richtig reinhauen. Zwei gute Tornes kann nur auch Druiden schön platt machen. So, ganz nach rechts, bis es nicht mehr geht. Und dann nach unten gehen. Und sich da mit Druiden rumschlagen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Torne. In der Hoffnung, dass Druid blöd ist und jemand anderen angreift. Zum Beispiel Druid, aber das macht nicht gerade viel Schaden. Defi. Mukade wird verschlungen, jawohl. Wow. So, Feuerball wirbelt herum. Trifft Droid um 71 Schadenspunkte und... Scheiße, nein! Was habe ich getan? Idiot, oh Gott. Ja, das habe ich schon verdient.
Das habe ich jetzt verdient. Oh, 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 Cerimedo. Und jetzt wird Defi, ja, genau. Ich bin fast tot. Ich habe nicht mehr viele Magiepunkte. Oh, oh. Oh, oh. Ich sehe schwarz. Oh nein, er klaut mir Lebenspunkte und heilt sich damit selber. Oh, 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 oh. Das ist jetzt... Das ist... Das ist übel, das schaffen wir nicht. Schaffen wir es jetzt doch? Nein, D-Zack. Autsch. Und nochmal... Cerimedo. Das ist einer von diesen... Oh, jetzt klaut er mir meine Magiepunkte auch noch. War ein Arschloch. Oh, jetzt habe ich wieder angegriffen. Oh Mann, was bin ich dumm. Was bin ich dumm? Oh Mann, ich weiß es nicht. Nicht mal das Schwert der Hoffnung kann gegen Kandruiden wirklich beschädigen. Nur ein Schadenspunkt. Und das ist das verkackte Schwert der Hoffnung. Das beste Schwert im Spiel. Ja, na gut, wenn wir ein höheres Level haben, dann wird das besser. Aber guck dir diesen Mist jetzt mal an hier. Ja, wir haben uns jetzt selber umgebracht mit Torne. Ja, alles klar. Kannst vergessen. Kannst vergessen. Es hätte so viele schöne Erfahrungspunkte geben können. Aber nein, aber nein, aber nein. Was muss natürlich passieren? Ich will mich nicht zu Gulla zurück teleportieren. Gott, verdammte Schweinehunde hier überall. Ah. Sowas kann man mich wieder aufregen. Ich will eigentlich nur kurz was zeigen, wieder schnell durchrennen und dann was passiert. Droids tauchen auf. Ja, ich hätte bis Level 23 trainieren sollen jetzt, aber ich wollte ja unbedingt noch zeigen, was man noch holen sollte, bevor man sich darunter wagt in dieses Irrenhaus. Aber naja. So bin ich halt mit euch. Ich versuche alles. Und klappen will es dann doch nicht. Mach die Mühle auf. Lass uns runtergehen. Und nach rechts. So. Ja, und wieder Droids. Ich werde jetzt gleich erstmal Gargo gegen Droid einsetzen, um den langsamer zu machen. Ja. Ich finde das nett, dass er uns gleich ein bisschen Lebensenergie abgefressen hat. Und setzen dann nochmal Torne ein. In der Hoffnung, dass es das ausreicht, um ihn umzubringen. Tut es natürlich nicht. Gut, er hat nicht von uns geklaut, sondern von Mykonid. Mykonid hat sich selber aus dem Verkehr gezogen. Danke. Idiot. Und wir setzen nochmal Gargo ein. Schlagen als erster zu, was Gutes. Und Tötendroid. Gut. 70 Erfahrungspunkte. Im Vergleich zu früher, wo wir für eins gelten, gerade mal hier einen Erfahrungspunkt oder zwei Erfahrungspunkte bekommen haben, ist das schon viel, aber wir brauchen jetzt auch schon sehr viel mehr, um das nächste Level zu erreichen. In diesem Fall sind es noch 644, also. Und einen so einen Droid-Kampf kann ich dann ja auch vollkommen platt machen, ne? Das nochmal zur Erinnerung. Dezax. Dezax gegen Hack ist effektiv, ja. Wenn die uns nicht die Magiepunkte klauen würden. Droid sind, weil sie normale Gegner sind, die man auch in mehreren antreffen kann, die stärksten Gegner im Spiel. Ist vielleicht auf die Endgegner, die Endbosse, die letzten beiden, aber da sind wir jetzt ja noch nicht. Aber das kann natürlich schnell kommen. Beziehungsweise ja, wenn wir dann Level 23 erreicht haben und wir brauchen eigentlich Level 25 für das Ende, mindestens. Man kann auch ein bisschen mehr grinden, aber das würde so lange dauern. Ich kann es natürlich eventuell machen, aber ich weiß es jetzt noch nicht. Weil warum noch mehr Zeit da rein verschwenden? Das können andere sicher besser. Vor allem, weil ich es ja dann sowieso nicht kommentiere, weil es sowieso nur ich bin, wie ich mich aufrege. Aber vielleicht wollen die Leute das auch sehen. Ich habe keine Ahnung. Droid und zwei Mykoniden. Das sieht nach vielen Erfahrungspunkten aus. Und ich bin versucht, Droid mit Gargo erstmal zu verlangsamen. Ja. Das Gute an Mykoniden ist, die werden von den Blitzen nicht belästigt, die Droids ab und zu mal ablästern. Und Droid wird um 47 Erfahrungspunkte von uns geschädigt. Jawohl. Jetzt brauchen wir noch einen guten Torn, ne? Schön ist, die Gegner bekämpfen sich dann immer gegenseitig. In der Regel jedenfalls. So, ein Torne. Bitte. Wir sind schnell genug. Ein guter Torne. Ich will bloß einen guten Torne. Ja, Mykoniden sind schon platt. Bitte jetzt auch den Druiden. Ja, sehr gut. Ja, jawohl. 86 Erfahrungspunkte. Und bitte heilen. Noch einen nach rechts und einen nach unten. Und der Weg ist jetzt frei für diese Truhe hier. Und da wollte ich jetzt eigentlich nur hin. Also wir waren kurz davor, das zu sehen. Die Schatztruhe ist mit grünem Moos bedeckt. Normalerweise sind das Mimics, aber in diesem Fall ist es
G-Frucht, die G-Frucht. Im Englischen wird sie auch Y-Frucht genannt, also von daher irgendeine Buchstabenfrucht, eine Buchstabenfruchtsuppe oder Eintopf oder was das dann werden soll. Auf jeden Fall hier heißt sie G-Frucht und was auch immer G bedeutet oder auch Y im Englischen, das wissen wohl nur die Übersetzer oder auch nicht. Außerhalb der Kämpfe bewirkt das für uns einen Magiepunkteverlust, ist also negativ, aber innerhalb des Kampfes schädigt es die Gegner. Ja? Und die kann man auch noch aufsammeln und mehr gibt es hier dann auch nicht. Also im Grunde genommen war es das dann hier mit meinen... Hier ist nochmal Hans oder Karl, wie er heißt, unser Drogenhändler, unser überteurer Kerl. Können wir nochmal hier holen. Und da wir genug Gold haben, können wir auch den teuren Preis für ihn bezahlen. Das würde ich natürlich normalerweise nicht machen, aber jetzt, wo wir gerade genug Gold haben, damit sich unsere Kämpfe auch ein bisschen lohnen, finanziell sozusagen, machen wir das einfach mal. Bietet sich gerade an. Ja, und dann sind wir wieder im Drei-Türen-Raum und ja, danach geht es eben entsprechend weiter mit den Aufleveln. Und an dieser Stelle sage ich dann, ja, wieder mal, das sind zwei Gegenstände, die man noch holen kann. Oh, nee, warte mal. Ha, mir fällt gerade noch was ein. Ha, 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 ha. Ja, gut. Gut, dass mir das jetzt so eingefallen ist. Weil wer sich erinnert, ich weiß nicht, wer es gesagt hat im Spiel, wir werden uns erstmal wieder zurück teleportieren nach Schaman, um uns zu heilen. Und um eine schönere Musik zu haben, eine entspanntere Musik. Nicht so eine hektische wie der Untergrundhöhle, die auch sehr nervig ist mit der Zeit. Wo ich dann mal andere Musik anmache für mich, weil da bist du sonst bekloppt bei. Der Gameboy hat in Mystic Quest ist die Musik sehr gut und der Gameboy hat trotz seiner begrenzten Musikmöglichkeiten sehr schöne Musik teilweise, also sowohl in Sword of Hope hier als auch in Mystic Quest. Mystic Quest ist Referenz in dieser Hinsicht, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. So, ja, aber was ich noch sagen wollte ist, dass wir jetzt in, falls ihr euch erinnert, ich weiß nicht, es war glaube ich in Shabus Land, irgendwer hat gesagt, vielleicht war es auch ein Baum, dass, oder war Shabu selbst, oder die Taube, unsere Freundin, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall irgendwer hat gesagt, dass, die Früchte, vielleicht ist auch einer von den Bäumen hier. Ja, der wird immer ein Baum sein. Der hat sich schon mit seinem Schicksal abgefunden. Und, ja, das ist Inspirationsbaum. Und, auf jeden Fall wurde gesagt, dass, wenn man das Treant, also unser Baumfreund hier, den wir am Anfang verdroschen haben, der erste Endboss, im Schein des Mondlichts eine super irgendwelche Früchte trägt, irgendwelche heilenden Früchte. Und da wir den Mond jetzt ja komplettiert haben mit dem Mondfragment aus Shabus Trickshöhle, haben wir bei Kamu ja oben das Stück da reingesteckt, können wir jetzt mit Trean reden. Und anscheinend ist immer Nacht in Rika, weil anders kann ich mir das ja nicht erklären, dass er jetzt ständig Früchte trägt. Prinz Theo, sieh mich bitte an. Ja, ich sehe dich an, du bist so schön. Ich habe diese Früchte im Lichte des Vollmonds getragen. Aha, sehr schön. Ja, das sind Früchte. Und hey, bitte hör auf. Ich habe meine Bösartigkeit aufgegeben. Gucken wir uns mal die Früchte an. Die Früchte sehen aus wie Zitrusfrüchte. Sie verströmen einen säuerlichen Geruch. Dir läuft das Wasser im Munde zusammen. Theo ist ein Freund von Sauerzeug. Also kauft ihm Sauerpower und andere Sauerleckereien. Da ist Theo zufrieden. Gut, wenn man weiß, was einen glücklich macht. Ja, hauen wir die Früchte, du schlägst drauf. Nichts passiert. Öffnen wir die Früchte, es will nicht aufgehen. Ja, was man jetzt tatsächlich machen muss ist, wir müssen den Baum hauen, also Trean müssen wir ein bisschen hauen, damit die Früchte entsprechend runterfallen. Gong. Bitte hör auf, befreie mich und ich werde dir diese sehr köstliche Frucht geben. Du bekommst eine Frucht. Ja, oder er gibt sie uns einfach. Anscheinend funktioniert das auch. Aber ich weiß nicht, was er damit sagte, von wegen befreien. Er ist doch frei oder nicht unfreier als die Tage zuvor, oder? Oder was auch immer hier die Zeitrechnung ist. Es ist ja anscheinend immer Nacht. Also von daher. Ja. Und das ist die Frucht. Die Frucht gibt uns alle Lebenspunkte und alle Magiepunkte wieder. Das ist die Superfrucht. Die Superfrucht macht dich super gesünd. Motten. Auch mal wieder dabei. Nostalgie-Flash sozusagen. Und auch wenn man die dann gegessen hat, die Frucht, kann man immer wieder zu Treans hingehen und sich eine neue besorgen. Problem ist bloß, man kann immer nur eine mit sich tragen, bei sich tragen.
Ja. Das ist das Problem an der Geschichte. So, jetzt aber. Jetzt haben wir alle drei Gegenstände, die mir noch gefehlt haben. Und ja, ich sage, wie ich schon angekündigt habe, werde ich mich dann mit Level 23 wieder melden, nachdem ich mich hier durch die ganzen Droids gekämpft habe. Die Droiden. Wo sind die Droiden? Die Druiden. Ja. So, ja, genau. Das war GBF Akademeister und ich sage, bis dahin.